Ich bin schon oft hier hingefahren, habe oft verloren. Ich muss sagen, heute bin ich nicht so enttäuscht, wie ich sonst gewesen bin, dadurch, dass wir eine komplette Umstrukturierung der Mannschaft haben. Ja, ich denke, war ein souveräner Sieg. Es war unterm Strich genau das, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben gutes Pressing gespielt, aggressiv in der Verteidigung. Das zweite Spiel beim Supercup für die Wasserfreunde Spandau 04 am Abend gegen Duisburg bot den Spandauer Anhängern ebenfalls viel Freude. Es dauerte zwar fast 4 Minuten, bis das erste Tor fiel, aber dann rollten die Spandauer mit einem 19:4 über die Duisburger hinweg. Der Frust war deutlich zu erkennen. Jetzt wartet man mit Vorfreude auf das Spiel, auf das Endspiel im Supercup am Sonntag gegen Waspo Hannover. Jetzt haben wir Schritt 1 und 2, wie gesagt, getan und morgen kommt der dritte und dann werden wir alles geben. Präsentiert von Wasserball TV und BBF Bike.